Moin Leute, und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug, was in GTA Online hinzugefügt wurde, nämlich die Manche Scout. Manche Scout ist ein Motorrad bzw. Geländemotorrad. Und in diesem Video zeige ich euch einfach mal alle Tuning-Teile von diesem Motorrad, warum ihr es kaufen solltet oder vielleicht auch nicht kaufen solltet. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Aber ich muss sagen, fangen wir doch mal direkt an. Wenn ihr dieses Motorrad kaufen wollt, müsst ihr auf die Warstock-Seite gehen, denn dort werdet ihr relativ schnell das Motorrad finden für 225.000 GTA-Dollars. Wenn man überlegt, für ein Motorrad ist das wirklich sehr viel Geld. Vergleichbares Motorrad, nämlich die Sanchez, die kostet nämlich nur, keine Ahnung, 5.000 GTA-Dollars oder sowas. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger. Aber egal, vielleicht sind die Tuning-Teile ja besser bei diesem Motorrad. Und Leute, was soll ich sagen? Die Tuning-Teile sind auch besser. Wenn wir jetzt in LS Customs mal reinfahren, werdet ihr schnell merken, dass ihr an der Karosserie oder generell das Optische viel ändern könnt. Ihr könnt das richtig zum Gelände-Touring-Bike umtunen, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, Leute. Aber ansonsten sind da jetzt auch keine krassen Highlights dabei, außer das Optische. Ihr habt jetzt keine speziellen neuen Designs. Die Designs kennt ihr wahrscheinlich auch schon von anderen Militärfahrzeugen, die schon längst in GTA Online hinzugefügt wurde. Also fürs Motorrad haben sich keine neuen speziellen Designs hinzugefügt, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ansonsten bleibt alles halt, wie es gewohnt ist. Ne? Ihr könnt natürlich Turbo, Bremsen, das ist alles Standard. Aber Leute, solltet ihr das Motorrad für 225.000 GTA Online kaufen? Naja. Ich sag mal so, wer das Geld übrig hat, natürlich. Wenn er weniger Geld hat, auf gar keinen Fall. Was ich aber an diesem Motorrad richtig cool finde, Leute, ist einfach, ihr könnt damit wirklich geile Wheelies ziehen. Was meine ich damit? Ihr könnt wirklich so richtig custom-mäßig Wheelies ziehen, wie ich das jetzt hier gerade im Hintergrund mache. Ihr müsst jetzt nicht schnell fahren für ein Wheelie. Um Gottes Willen, nein. Ihr könnt da wirklich im Schneckentempo auf ein Rad fahren. Ihr könnt natürlich auch ein Wheelie richtig gut lenken mit dem Motorrad. Also das ist eigentlich ein richtiges Stunt-Motorrad, um es mal so auszudrücken. Und das finde ich wiederum sehr, sehr geil an diesem Motorrad. Deswegen ist es für mich eigentlich eher so ein Motorrad, okay, kann man sich holen für so kleine Release-Stunts und sowas, ist auf jeden Fall mega nice. Aber ansonsten, Leute, würde ich eher sagen, lasst es mit dem Kaufen. Ansonsten ist in diesem Motorrad jetzt nichts Besonderes drin, es hat keine Waffen oder sonst irgendwas. Klar, es sieht militärisch aus, aber das, ja, war es dann auch, ne? Aber egal, Leute, das war jetzt eine kurze Einschätzung, ein kurzes Review über dieses Motorrad mit dem Namen Manche Scout. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, wenn ihr mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Tutorials. Aber Leute, ich muss sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Euer Wombat, ciao.